Guten Abend, liebe Altkliniker. Ich danke dem Günther Kirbal für seine Ausführungen. Der Günther hat den Bogen gespannt von unserem Klageverfahren, von unserem Gerichtsverfahren hier in Altklinike zur großen Weltpolitik. Er hat das sehr gut gemacht. Ich freue mich darauf, dass wir so zahlreich hier wieder vertreten sind als Anwohner Altklinikes. Die 500, die wir demnächst als Neubürger in dem Tempo Home haben, haben wir noch nicht erreicht. Aber ich denke, das schaffen wir auch noch. Herr Kirbal hat in groben Zügen berichtet, was der Gerichtstermin für uns gebracht hat. Der Senat und deren Beteiligungsunternehmen, die BIM, haben mit Datum vom 18.07.2016 den Bauantrag geändert. Das Verwaltungsgericht schickt uns einen leitenden Verwaltungsrichter, der SPD-Führungsgröße in Potsdam-Mittelmark ist und dort, man höre und staune, gegen Geräuschbeeinträchtigung seines Wohnumfeldes durch Flugrouten ankämpft. Uns kann hier anscheinend jede Geräuschbelästigung zugemutet werden. Der Beschluss des Gerichtes, dass weiter gebaut werden darf, stand bereits zu Beginn des Vororttermins fest. Der Richter hat der BIM sogar zahlreiche Brücken gebaut. Unsere Klage, die wir mit Ihrer Unterstützung, liebe Anwesende, einreichen konnten, zielte ja darauf ab, dass unser geschlossenes Siedlungsgebiet, das ein reines Wohngebiet im juristischen Sinne darstellt, durch den Tempo-Homebau in einer Baulücke zwischen Quittenweg und Blindschleichengang durchschnitten wird. Vom Gericht wurde diese Baulücke mal kurz als Außenbereich deklariert und damit darf der Bauherr hier tun und lassen, was er will und jede beliebige Beeinträchtigung der Nachbarn, die Nachbarn haben das zu dulden. Eine Baumaßnahme, die mit Inbetriebnahme des Tempo Home die Wohnqualität der Anwohner in unzumutbarer Weise nachhaltig beeinträchtigen würde. Wir fordern das, was wir noch fordern können und fördern dürfen. Wir wollen ein Emissionsgutachten. Wir wollen nun auf juristischer Basis schauen, was wir an Schall- und Sichtschutzmaßnahmen noch erreichen können. Der Günther hat es, glaube ich, gesagt, Bolzplatz, Grillplatz, Spielplatz wurden aus der Baugenehmigung mal schnell rausgenommen und werden neu beantragt. Wir bleiben an der Sache dran und wir werden je nach Kassenlage auch überlegen, ob wir Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Wir werden unsere Bestände prüfen. Bisher sind wir mit unseren Mitteln ganz gut klargekommen. Für eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht würden wir ja sicher nochmal nachlegen müssen. Für diejenigen, die hier auch an Spenden sich nochmal beteiligen müssen, haben wir die entsprechenden Spendenkontomitteilungen. Die hat meine Frau hier. Heb sie mal hoch. Also wen es interessiert, der kann sich dort so einen Schnitzel abreißen. Und wir werden in Abhängigkeit von unserem Kassenstand überlegen, ob wir den weiteren Rechtsweg verfolgen. Soweit zum juristischen Vorgehen. Politisch wäre die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Tempo Homes ebenso eine Katastrophe wie menschlich. 500 Flüchtlinge, eingefärcht und versteckt in einem Ghetto, sind ein Mosaikstein auf dem Weg zu einer Ghettoisierung eines ganzen Ortsteils. Die Weichen für weitere Bausteine auf dem Weg zur Ghettoisierung sind für unseren Ortsteil bereits vorgestellt. Das Igel-Hausdorfer Ghetto ist für Flüchtlinge ebenso wie für die Anwohner eine Unzumutbarkeit, die wir so nicht hinnehmen möchten.
Ich hatte das vorige oder vor 14 Tagen schon mal erwähnt. Einflussreiche Politiker wie der Innenminister Thomas de Maizière haben auf das Gefahrenpotenzial inzwischen erkannt. Im Zusammenhang mit den Vorgängen in Nizza hat er angemerkt, dass das Leben in Ghettos den Terrorismus fördert. Viele andere weitsichtige Politiker haben bereits festgestellt, dass die Ghettobildung von Randstadtlagen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung zu vermeiden ist. Diese Botschaft scheint bei Igel, Hausdörfer und Co. noch immer nicht angekommen zu sein. In Altklinike sind, wenn es nach deren Vorstellungen geht, mehr als 50% der Flüchtlinge untergebracht, die für den gesamten Stadtbezirk zugeteilt waren. Problemkieze wie das Kosmosviertel mit den allseits bekannten Problemen sind durch die Verantwortlichen nicht in die Entscheidung einbezogen worden. Ich habe mir gestern Abend den Altkliniker mal angeschaut. Dort ergießt sich Frau Hausdörfer in einem Beitrag erneut zu dem Thema der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, also der Unbegleiteten. Bis zu 100 dieser garantiert unter 18-Jährigen sollen nun in der Ortolfstraße untergebracht werden. Hausdörfer vertritt nach wie vor die Meinung, dass es politischer Konsens sei, die Adresse solcher Einrichtungen nicht öffentlich zu benennen und diese schon gar nicht auf einer Demonstration zu nennen, die sich gegen Flüchtlingsunterkünfte richtet. Ich weiß zwar nicht, welche Veranstaltung Frau Hausdörfer damit meint. Vielleicht ist bei Frau Hausdörfer noch immer nicht angekommen, dass wir uns hier zur friedlichen Anwohnerversammlung treffen. Dass wir uns hier versammeln, um uns auszutauschen, wie wir in unserem Ortsteil von den lokalen Politikern betrogen werden und unser Ortsteil zu einem Ghetto abgestempelt wird. Frau Hausdörfer, der politische Konsens sollte nach meiner Meinung darin bestehen, den traumatisierten Kindern und Jugendlichen besonderen Schutz angedeihen zu lassen. Aber das geschieht nicht, indem man sie in eine Landschaft einbringt, die zuvor durch gewissenlose Politikerentscheidungen zum Ghetto gemacht wurde. In eine Landschaft, die Gefahr läuft, dass sie durch Überfrachtung der ohnehin schon problematischen Sozialstruktur mit Flüchtlingen zur No-Go-Area wird. Wir sind sowohl der Meinung, dass wir Bürger darüber zu informieren sind, wer in unserem Ortsteil einquartiert wird. Ich beispielsweise möchte nicht, wenn der wohlerzogene Flüchtling mit dem Beil vor mir steht, davon ausgehen müssen, dass ihn seine Pflegeeltern zu mir geschickt haben, um mir beim Holzhacken zu helfen. Will er ja auch nicht. Wir gehen nicht davon aus, dass Sie an dem Objekt in der Ortolfstraße ein Schild anbringen, dass diese als Außenstelle der Karl Bonhoeffer Nervenklinik kennzeichnet. Mit Schildern hat es der Senat anscheinend ohnehin nicht so sehr. Was die Demonstration und unsere Ziele angeht, so seien hier nochmal ganz deutlich festgestellt. Unsere Ziele, wir sind nicht gegen Flüchtlinge, die in ihrer Heimat alles verloren haben und die teils unter falschen Versprechungen in unser Land gelockt wurden. Wir sind für eine gleichmäßige Verteilung von Asylbewerbern sowie Flüchtlingen im Stadtbezirk Treptow-Köpenick. Wir sind gegen die massive Konzentration von Asyl- und Flüchtlingsunterkünften in Altklinike. Wir sind gegen unzureichende Informationen von Anwohnern über Bauvorhaben von Flüchtlingsunterkünften. Und wir sind gegen die Inbetriebnahme des Tempo Homes Bahnweg Molchstraße
mit 500 Flüchtlingen ohne schlüssige Begründung der zwingenden Notwendigkeit. Was unsere Baustelle angeht, wir haben nach wie vor kein Bauschild. Wir haben nach wie vor keine nachvollziehbaren Vergabevorgänge. Keine Presse setzt sich mit den Inhalten unseres Protestes wirklich auseinander. Es gibt für das Tempo-Home Bahnweg Meustraße noch immer keinen Betreiber. Offensichtlich sind auch hier fragwürdige Vergabepraktiken verfolgt worden, sodass der gesamte Prozess noch einmal untersucht werden muss. Für uns besteht nach wie vor der Eindruck, dass sich Senat und Bezirk über eigene Festsetzungen hinwegsetzen. Nicht genug damit, dass die Anwohner nicht über das Bauvorhaben des Senats vor Baubeginn ausreichend informiert werden, die Bauherren setzen sich über geltendes Baurecht hinweg. Herr Kollatz-Ahnen, Herr Igel, Frau Ausdörfer, Sie sind mitverantwortlich für den Bau von Massenquartieren in Wohngebieten, in denen den Flüchtlingen gerade mal 3 Quadratmeter Lebensraum zugestanden werden. Und Sie reden von Willkommenskultur. Sie reden von besonderem Schutz von Kindern und Jugendlichen, während Sie eine sinnvolle Integration durch unsinnige Entscheidungen von vornherein verhindern. Diese Doppelzüngigkeit wird Ihnen spätestens bei der nächsten Wahl auf die Füße fallen. Die von Ihnen geplante und systematisch vorangetriebene Ghettobildung in unserem Stadtteil wird nicht nur die Sozialstruktur in Altklinike aus dem Gleichgewicht bringen, sondern wird sich wohl auch nachhaltig auf die Wahlergebnisse der verantwortlichen Politiker auswirken. Zur weiteren Information. Am 26.07., also vor einer knappen Woche, gab es eine Informationsveranstaltung der SPD im Bürgerhaus Ortolfstraße. Der Finanzsenator Kollatz-Ahnen, SPD, Bürgermeister Oliver Igel, SPD und Frau Hausdörfer, ebenfalls SPD, sowie ein leitender Polizist des Abschnitts 65, saßen im Podium. Als Zuhörer waren 12 Mitglieder unserer Initiative und 10 weitere Interessenten, von denen wahrscheinlich die Hälfte Mitarbeiter des Bezirksamts waren, anwesend. Aufgrund der vielen leeren Stühle konnte ich es mir nicht verkneifen, den Rednern zumindest keine außergewöhnliche Effizienz bei ihrer Wahlkampfmaßnahme zu bescheinigen. Ein Rede und Antwort stehen auf unseren Montagsbürgerversammlungen hätte Ihnen mit Sicherheit das 10-fache an aufmerksamen Zuhörern beschert. Ich habe deshalb Frau Hausdörfer und die Herren erneut zu unserer Bürgerversammlung eingeladen. Falls einer von Ihnen der Einladung gefolgt sein sollte, wäre jetzt der Zeitpunkt, sich zu erkennen zu geben. Herr Kollatz-Ahnen rühmte sich mit Zahlen, die für eine Konsolidierung des Landeshaushalts sprechen sollen. Es wurde viel geredet, aber welche Investitionen von dem Landeshaushalt nun konkret für Altklinike abfallen, wusste ich nach der Veranstaltung nicht. Dafür wurde meine Vermutung bestätigt, dass bisher keine Rückstellungen für den Rückbau der Tempo-Home-Anlagen ab 1.9.2019 berücksichtigt wurden. Um die Zeit nicht über Gebühr zu beanspruchen, haben wir eine große Anzahl an schriftlichen Fragen eingereicht,
die uns Frau Hausdörfer persönlich beantworten möchte. Wir wissen zwar leider nicht, wann das geschehen soll, wir werden Sie jedoch auf dem Laufenden halten. Weiterhin habe ich auf der Bürgerversammlung einen netten Altkliniker kennengelernt, der regelmäßig bei unseren Montagsveranstaltungen dabei ist. Der Herr Krause. Der Herr Krause hat sich vor der Veranstaltung auch Gedanken gemacht über seinen Ortsteil Altklinike. Er hat sehr detaillierte Fragen an das Podium gestellt, die auch zum großen Teil nicht beantwortet wurden. Der Herr Krause wird bei einer unserer nächsten Veranstaltungen hier zu Ihnen sprechen und wird zu seinen Fragen Auskunft geben. Ja, damit bedanke ich mich. Ich hoffe, ich bin meiner Informationspflicht hier weitestgehend nachgekommen. Ich würde dann das Mikrofon weitergeben an Frau Vogel. Liebe Altkliniker, liebe Nachbarn, wir sind ja mittlerweile schon so ein richtig eingespieltes Team hier. Ne? Sie sind wieder da, trotz Urlaub, trotz Ferien, in wirklich doller Anzahl hier. Also herzlichen Dank dafür. Wir haben hier eine super Akustik. Auch dafür mal ganz herzlichen Dank, dass du das hier so machst. Und wie immer an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Beamten vom Abschnitt 65, dass sie uns hier diese Veranstaltung ermöglichen. Einige von Ihnen haben es ja vielleicht mitbekommen, am 20.07. ist mein Bürgerbüro in der Kiefallsstraße einem Anschlag zum Opfer gefallen. Man hat versucht, mir die Scheiben einzuschmeißen und hat die Fassade beschmiert mit einer Aufschrift Rechte angreifen. Und ich habe Gott sei Dank in meinen Fenstern da einbruchschützenden Fenster, sodass die Scheiben nicht zu Bruch gegangen sind, sondern dass da nur Löcher drin sind. Ich mag mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was ansonsten passiert wäre. Es gab danach ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internetseite. Ja, das muss man dann erstmal irgendwie so sacken lassen. Ich bin ja nicht nur Abgeordnete, sondern auch Kreisvorsitzende der CDU in Treptow-Köpenick. Es dauerte auch nur ein paar Tage, da wurde dann auch unsere Geschäftsstelle in der Dörfeldstraße beschmiert. Da haben wir glücklicherweise einen Rollladen, sodass die Scheiben nicht eingeschmissen werden konnten, sondern da nur irgendwelche Schmierereien drauf waren. Ja, wir haben hier im Bezirk auch ein Zentrum für Demokratie. Und ich erwarte eigentlich von so einem Zentrum für Demokratie, was wir hier über viele Jahre finanzieren, dass dann da auch zu so einem Vorfall irgendwie eine Stellungnahme kommt. Und was meinen Sie, was kam? Nichts. Genau. So, und ich glaube, wir sind hier irgendwie auf dem linken Auge so ein bisschen blind, was Berlin angeht. Und ich finde, da muss sich irgendwo mal was ändern. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, ich bin gegen jede Art von Extremismus, gegen Rechten, genauso aber auch gegen den Linken. Und meine Fraktion im Abgeordnetenhaus hat es vor kurzem versucht, einen Konsens gegen Linksextremismus auf den Weg zu bringen. Was soll ich dazu sagen? Ist leider gescheitert. Und was meinen Sie, woran es lag? Ja, die SPD, die Linken und die Grünen, die wollten das nicht. Die brauchen keinen Konsens gegen Linksextremismus. Die schreien immer nur, wenn es um Rechtsextremismus geht. Ja, ich habe ansonsten jetzt auch noch nichts Neues weiter zu berichten. Meine Anfragen sind noch unbeantwortet. Ich hoffe, dass ich Ihnen beim nächsten Mal da mehr zu sagen kann. Ich kann nur sagen, bleiben Sie standhaft. Wir treffen uns in 14 Tagen hier wieder. Und Sie sehen es überall, am 18. September sind Wahlen. Es ist Ihre Entscheidung, wie es mit Berlin weitergeht. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie trotz Urlaubszeit und anderen Unpässlichkeiten, die einen an der Versammlung hindern, gekommen sind. Ich freue mich auch, dass wir nach wie vor eine große mediale Aufmerksamkeit haben. Heute begrüße ich die beiden Herren, die hier filmen. Die Presse schreibt auch über uns, wobei ich mal sagen muss, in der letzten Zeit aus meiner Sicht die Berichte deutlich objektiver geworden sind, insbesondere was die öffentliche Verhandlung des Gerichts zu unserem Klageantrag betrifft.
Aber keine Lobhudelei ohne Ausnahmen. Es gibt nach wie vor Beiträge, mit denen ich persönlich mich nicht so richtig einverstanden erklären kann. Unter anderem gibt es einen Blogger, der sich als freier Journalist bezeichnet. Er heißt Herr Schmolke. Herr Schmolke hat einen recht bizarren Blog-Eintrag vor circa 10 Tagen veröffentlicht. Er schreibt zum Beispiel, dass er angegriffen worden sei, und zwar, ich mache das jetzt wörtlich, schiebt jemand einen Hund vor sich her. Wie das mit einer Leine zu machen ist, erschließt sich mir nicht mehr ganz. Er regt sich weiterhin darüber auf, dass er von Rednern beschrieben worden ist, dass 200 Leute ihn ständig angeguckt haben. Zumindest ist die Zahl 200, ja, damit könnte man leben. Er regt sich weiterhin darüber auf, dass ein Ordner versuchte, ihn unauffällig zu fotografieren. Ja, wir sind in der Öffentlichkeit, Herr Schmolke, da müssen Sie sich das gefallen lassen. Und im Gegensatz zu dem Ordner, Sie haben es tatsächlich fertiggebracht, jemand in seiner Privatsphäre abzulichten, nämlich auf seinem Grundstück. Das hat ihn offensichtlich nicht so weh getan. Herr Schmolke ist auch ganz enttäuscht über Frau Vogel. Frau Vogel, die böse Frau Vogel, hat ihm kein Interview gegeben. Ja. Also, Frau Vogel, bei mir ist es so, wenn mich jemand stalkt, telefonisch, lege ich ganz einfach auf. Frau Vogel hat es auch offensichtlich gemacht. Nun war Herr Schmolke aber dermaßen ängstlich, dass er, und das wiederholt er zweimal, nur unter Polizeischutz des LKA nach Hause gehen konnte. Ja, ich sage dazu nur, Phobien sind heilbar, allerdings man muss sie behandeln lassen. Zum Thema Integration der Neuzuziehenden ist hier schon viel gesagt worden. Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich zitiere nur mal und sage anschließend, von wem das Zitat stammt. Wer darauf besteht, dass seine Frau in der Burka herumläuft, der kann das gerne tun. Zum Beispiel in Afghanistan oder Pakistan, aber nicht hier. Dieses Zitat ist von einem ausgewiesenen Kenner von bemühter und gescheiterter Integration. Das ist Heinz Buschkowski, ein Mann, den ich sehr verehre, der 12 Jahre lang einen meiner Meinung nach ganz tollen Job in Neukölln gemacht hat. So, nun hätte ich zum Abschluss noch 8 Forderungen vorzutragen. Nach jeder Forderung mache ich eine Pause, und da ich nicht so empfindlich bin wie manche Journalisten, dürfen Sie gerne Ihre Zustimmung oder Ablehnung auch mit Buhrufen gerne zum Ausdruck bringen. Also 8 Forderungen, und ich löse anschließend auf, was sich nicht so gleich erschließen wird, was diese 8 Forderungen gemeinsam haben. Forderung 1. Noch mehr Flüchtlinge nach Altklinike. Hier gibt es noch viele freie Flächen. Zweite Forderung. Jeder Politiker und Willkommensklatscher nimmt einen oder mehrere Flüchtlinge auf. Ich hätte da auch ganz... Ich hätte auch ganz konkrete Vorstellungen davon, zum Beispiel Frau Merkel, vielleicht eine kinderreiche Roma-Familie oder SPD und Grüne Abgeordnete, von denen man ja weiß, dass sie dem gepflegten Gräschen nicht ganz abhold sind, sollten vielleicht jeweils 3 marokkanische Flüchtlinge aufnehmen. Ja, und für den erwähnten Blogger hätte ich vielleicht den Vorschlag, ein paar Muffs aufzunehmen, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die im Übrigen dem Staat pro Jahr
50.000 Euro kosten. Forderung Nummer 3. Es kann doch nicht sein, dass wir ein Auto haben oder zwei Autos und die Flüchtlinge fahren noch mit dem Bus. Deswegen fordere ich, jeder, der es kann und der es nicht kann, spendet ein Fahrrad. Viertens, ich fordere einen freiwilligen Integrationskurs, um Scharia und arabische Kultur besser zu verstehen. Für Einheimische natürlich. Für Altkliniker, das ist die Forderung Nummer 5, wird ab sofort nur noch der Kauf von Autos mit Luftfederung genehmigt, damit der Senat nicht die Straßen in Altkliniker reparieren muss. Sechstens, ich fordere weiterhin ein atomares Endlager in Altkliniker, damit zugezogene, im Winter beheizte Bürgersteige haben. Siebte Forderung. Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für männliche Flüchtlinge in Freibädern. Und die achte und abschließende Forderung, es ist ja abzusehen, dass der Herr Igel nach dem 18. September sich einen neuen Job suchen muss. Deswegen fordere ich den Bau einer Moschee, und zwar auf dem sogenannten Bomber-Gelände, und die persönliche Patenschaft von Herrn Igel und Frau Hausdörfer über diese kulturell bereichernde Einrichtung. Zum Schluss hatte ich ja versprochen, gebe ich noch die Auflösung meiner Forderungen bekannt. Es ist natürlich alles nur Satire. So. Abschließen möchte ich mit der Bitte, kommen Sie wieder zu uns, und zwar am 15. August zur gleichen Zeit. Wir würden uns freuen. Wir haben auch nichts dagegen, wenn Sie Ihre Nachbarn informieren. Je zahlreicher wir sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Protest gehört wird. Danke. Ja, deinen Applaus will ich dir natürlich nicht stehlen. Dankeschön, Hannes, für deine satirische Abhandlung. Hast du wieder sehr gut gemacht. Wir haben noch einen Redner. Die Karin möchte noch ein paar Ausführungen bringen. Ja, hallo Nachbarn, hallo Altkliniker. Ich habe ein wenig gegoogelt, ein kleinen Quintessenz werde ich euch jetzt vorlesen. Und zwar, ein Kiez kämpft um seinen Ruf. So lautete die Schlagzeile in der Berliner Morgenpost, und zwar am 13.10.2006. Dabei ging es um 38 NPD-Wähler in Altkliniker. Ich gebe jetzt wörtlich wieder, wie sich damals der Sozialarbeiter Stefan Schütz geäußert hat. Der größere Skandal als diese 38 NPD-Wähler sei die große Zahl der Nichtwähler. Mit diesen Menschen könne man nicht einmal ins Gespräch kommen, weil gar nicht klar sei, wer sie sind, was sie wirklich denken und wollen vor allen Dingen. Das sei schlimm, sagt Schützler. Größere Sorge bereite ihm allerdings etwas anderes. Die Leute hier haben erlebt, dass ihr Stadtteil seit Jahren von der Lokalpolitik ignoriert wurde. Und das 10 Jahre später. Ist es eigentlich immer noch so. So, jetzt gehen wir mal 10 Jahre weiter und sind Anfang 2016. Da wurde das Kosmosviertel durch das Berliner Abgeordnetenhaus, also nicht durch die BVV, in das Programm Soziale Stadt aufgenommen und erhält ein Regionalmanagement. Es soll Geld investiert werden, um bestehende soziale Brennpunkte zu verbessern. Das nennt sich heutzutage dann Quartiersmanagement. Gestartet wurde es 1999 für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ich habe wieder mal gegoogelt und tatsächlich schon Einträge vom Quartiersmanagement Kosmosviertel gefunden. Der erste Eintrag war irgendwann im Juni 2016 gewesen, zum Public Viewing am 26.06. Deutschland gegen die Slowakei.
Ja, jetzt ein abrupter Schwenk zum 21.06.16, Ortsteilkonferenz Altklinike, nachzusehen bei YouTube. Herr Igel hat vor 5 Jahren beschlossen, die Altklinike werden gefragt. Wie gesagt, vor 5 Jahren. Er hat es ja vor 5 Monaten nicht mal geschafft, uns über diese Flüchtlingsunterkunft zu informieren. Aber dann war der gute Mann ja doch noch da, unten in der Dorfkirche, um sich von uns beschimpfen zu lassen, wie er es ausdrückte. Dafür wird er bezahlt. Gut. Und nach 5 Jahren gab es halt doch tatsächlich diese Ortsteilkonferenz. Da ich bei der Ortsteilkonferenz am 21. nicht dabei sein konnte, scheiß Arbeit halt, habe ich mir das gestern mal via YouTube reingezogen. Viel Geschwafel, nichts Konstruktives. Fehlende Infrastruktur, kennen wir. Ungepflegte Grünanlagen, kennen wir auch. Abwandernde Ärzte, wissen wir. Vermüllt, wissen wir. Und im Übrigen, die Veranstalter, die das ausgerichtet haben im Cabo Wazzi, nehmt beim nächsten Mal richtig eure Zettel ab, lasst sie hier nicht durch die Heide wehen. Und dann erklären Sie mir lieber, wie Sie fehlende Ärzte herlocken möchten, warum Arbeitnehmern die Pflege der Grünanlagen abgenommen werden soll. Und wo bleiben Geschäfte, Cafés, Kita und Schulen? Ja, wir möchten uns doch ehrenamtlich engagieren. Das habe ich auch noch im Ohr. Ich glaube, es kam in jedem 4. Satz vor. Doch haben Sie, Herr Igel, schon mal überlegt, dass das auch Arbeitsplätze sein können? Krankenschwester, Erzieher, Zimmermann oder Gärtner. In Altklinike wird im Übrigen wie wild gebaut. Die DGWO startet mit den 166 Wohnungen. Zwischen Orthoffstraße und Schönefelder Chaussee entstehen 410 Wohnungen und eine Kita. Ich verstehe, bin ja nicht blöd. Dann fallen die Flüchtlingszahlen besser aus. Sprich, mehr Einwohner und können gleich mehr Flüchtlinge her. Aber Herr Igel, um Sie mal richtig zu zitieren, ich bleibe engagiert. Gegen zu viele Flüchtlinge in meiner Heimat, meinem Zuhause, meinem Altklinike. Schönen Abend. Ich bedanke mich dafür, dass Sie da waren und uns interessiert zugehört haben. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Rüdiger, wolltest du noch was sagen? Ich bin durch. Ich sage ebenfalls Dankeschön. Damit ist unser 7. Anrufertreff beendet.